Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Terraria. Hier ist unser 3506. Letztes Mal haben wir Plantera gemacht, wir haben Fischern versucht und wir haben den Golem gemacht. Glaube ich. Und wie wir eben gesehen haben, haben wir Fischron geschafft. First try, by the way. Ich muss aber sagen, ich glaube, die Potions, die ich heute habe, waren ein bisschen zu krass. Über den Ninja Potion gehört. Ist eine Non-Calamity Buff Potion, deswegen, das habe ich zu spät gesehen und dachte mir, ey. Die Tesla Potion, weil warum nicht? Soaring Potion wird sowieso empfohlen, aber ich glaube, die stackt nicht bei der Calamity Combination. Die Blurring Potion, was auch keine Calamity Buff Potion ist. Das macht halt, gibt halt einfach, ne, den Hallowed Armor Effekt quasi. Ich finde 30 Sekunden Cooldown, sobald es getriggert wird, ist jetzt nicht so krass. Die Tank Combination geholt. Da ist einfach. Ich glaube einfach nur Titan Skin und Invincibility mit drin. Was allerdings auch. Ja gut, die stackt nicht. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt, das stackt nicht. Also, whatever. Und die Summoner Combination habe ich noch geholt. Weil die stackt mit allem. Und deswegen haben wir so viele Schmetterflinge. Und ich habe schon einfach zerlegt. Und ich habe noch nichts aufgemacht. Ja, wir haben Blahash. Blahash. Hat diesen. Dieses Plüschtier. Das Schwedische. Und Pork of the Sea. Nein, danke. Wir haben den Treasure Bag auch. Aber den will ich nicht aufmachen. Ich will mir tatsächlich einmal direkt die Wings snacken. Magic Storage hat ein Update auch. Leider nicht auf die 144. Aber. Oh, ist ja gerade mein Pegel ist doch ein bisschen höher als eben gerade. Lassen Sie mich das mal in meinem neuen Mischpult ändern. Ja. Jetzt ein neues Mischpult. Habe ich wahrscheinlich schon ein Video zu gemacht, ganz schnell. Also jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber. So, Fischsick kennen wir schon. Mana Essence brauchen wir vielleicht später. Pirate Map, da habe ich ein bisschen Geld gefarmt. Ja, ein bisschen. Schnell wieder weg. Weiß. Yes. Call upon the egg. This weapon is wielded by only those who shall take upon the task of watching over the weakness. Mal machen. Ich mag die Musik, geht einfach so ab von Fischern, ne? What? Ah, das ist toxic, Mann. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück, noch. Natürlich nicht. Naja. Ich meine, man könnte sagen, ich bin lucky wegen Shrimpy Truffle, aber. Nutzt das Ding nicht. Und der Bogen war mit drin. Ja, das ist der Shadow Dodge Effekt. Na, auch wenn es nicht getriggert wird, der geht auf Cooldown. Also kann man das nicht so wirklich timen. Und es nicht direkt. Okay. Hat der Class Guide nicht auch. Das ist der falsche Class Guide. Primoonlord? Sind wir Primoonlord? Priluna. Ausgerungen, da sind wir. Eine neue Rüstung. Ravenstaff, Resurrection Battle. Das sieht alles noch gut aus. Ja.
Dann schauen wir doch mal in die Bossliste noch. Ja. Bin mir nicht mal sicher. Ich hätte gern Terra Prisma, ne? Aber. Halt nur wenn er so Tag über. Außerdem das geändert. Kann man den craften? Nö. Oh boy. Haben wir den so. Lebt sie gerade? So, dann zum Hollow-Biom rüber. Moin. Vibing. War zwischen 37 und. Was stand dran? Und 37. 12 AM. Bleibt übrigens auch übel hart. Gleich. Echt, der spawnt erst in der Nacht? I guess es macht Sinn. Ein bisschen Vorsprung. Zu der Musik könnte ich übrigens wahrscheinlich auch einschlafen. Richtig viben. Das ist uncool. Problem ist, ich könnte ihn wahrscheinlich sogar schaffen. Diese Laserangriffe. Ah, nein! Schade. Da kann man es von der Lunatic in meiner One-Extreme-Ability. Ja, ne? Da planen wir auch nicht, den Kampf zu machen. Deswegen, ich glaube, die Potions sind ein bisschen zu krass. Bin ich ehrlich. Aber ich weiß nicht, welche Potion das ist. Kann sein, dass die doch miteinander stacken. Ja, die beiden. So könnte ich die rausnehmen. Also schätze Dodge Attacks. Das ist quasi dieselbe Chance wie mit dem Ninja Master Set. Also. Jetzt haben wir wie hoch? Nee. Die Wiki sagt das bestimmt. Doch, es ist 10% Chance. 10% Chance. Ist jetzt nicht so hoch. So, machen wir mal so, ne?
Das ist ein großes Problem. Zwei. Habe ich seine Musik nicht gehört, ne? Oh, puh. Was noch schlimmer ist, ist die Tatsache, dass wir jetzt das Event gestartet haben. Ah, guck mal, es ist noch da. Ich glaube, eine der Porsches müssen wir droppen. Ich glaube, diese Blurring Potion muss weg. Ist einfach zu stark. Problem ist ja, dass der Kultist die ganze Zeit spawnt, solange, also weil das Event fertig ist. Bedeutet allerdings auch, dass sobald das hier weg ist, der Pfeil dann hier, können wir hier den Prismatic Winglace holen. Ich glaube, diese Ninja Potion ist nicht so stark. Ja, weil es halt trotzdem noch den 90 Sekunden Cooldown hat. Glaube ich. Vielleicht ist es auch einfach nur eine geringere Chance. Oder was auch immer. Die Gesung ist ein Banger. Wo ist denn durch hinten beim Dschungel? Hier können wir jetzt einfach. Warum müssen wir den Lacewing kriegen? Und weg.
denn da von Rare Enemy? Wen Ferrer, wen interessiert das denn? Musik ist übrigens nice. Ja, falls ich nicht erwähnt habe. Wir haben so ein schlechtes Fallout-Biom, ne? Das ist sicher, das ist gleich unser einziges, ne? Ich glaube, dann müssen wir einen kleinen Terminator ran, hör mal. Hier drüben verkauft den, den Muni, ne? Blight, S5, Green, was ist das? Was Interessantes? Was sie wenn jetzt getriggert haben, ist natürlich sehr nervig. Braucht ich mal kurz. Den Clemens. Entschuldigen mich mal für einen kurzen Moment. Jetzt wird hier hart verbreitet, nicht? Alles Klärchen. Guck mal das. So. Und das dann auch wirklich, dass der. Trotzdem, das ist jetzt dumm gewesen, aber Hallot ist. Ich habe mich vorne nach Hallot Surface beginnen. 37 pm um 12 Uhr am. Augen nicht zu, das gibt er nicht durch. Aber doch einfach nochmal. Wird die Schutz mit der linken. Medic Lacewing. Da ist sie. Hab ich auch. Unten ist noch irgendwo einer. Oh, Leute hier vorne.
meine, ich könnte mir jetzt natürlich noch den Stardust Dragon holen, wenn ich wollen würde. Wird empfohlen. Reluna. Terra Prisma, K-Scope, Spycrack, ja, das sind alles Sachen von Bossen, die ich jetzt gerade geskippt habe. Wie Moonlord. Wetterlinge, Dragon, Terra Prisma, Acton Remote, Blackbringer Armor, Gott. Einfach mal, was so schnell hinkriegen. Also. Infinite Flight granted, das ist niemals ein gutes Zeichen. Bitte sag mir, dass du jetzt das einmal schaffen, damit das hat. Ich will ja sagen, die Potions sind ja irgendwie richtig unbalanced und so. Dann kommt der Kampf. So. Vielleicht auch nicht. Ich hab gerade echt all meine NPCs da links getötet. Muss das sein?
Oh, come on, bro. Danke, holy shit. Ja, oh, hatten wir ihre Lore? The title is Lofty Shizmore, an emissary for the powers beyond and forces of nature. In broad daylight, she can channel the primordial light itself, make her nigh untouchable. Thankfully, left with only starlight to wield, she falls like any other graceless despot. Her penchant for leeching the strength of other great beings is uniquely deplorable. It made her sickeningly obedient, dependent but willingly so, as they enabled her to slake her base first. I deigned to slay her myself for her treachery, but she was a notoriously evasive mark. The option of force may at times be the most formidable. So too may they yield the greatest reward. Also sagt mir, ich krieg's einfach, einfach Prisma so aus der Kiste. Ich bezweifle es, aber. So, euch rein. Die hier rein. Coffee, klar, ich. Karaprisma könnte ich gar nicht machen. Okay. Die Flügel haben das Insignia bekommen. Increase Flight. Stimmtheit. Ein schlechter Bogen. Direkt Warning. Nur 100 Flight. Die ist empfohlen. Hier schon Betsy Empress. Oop. Den Signal hat auch empfohlen, aber whatever. In der Theorie müssen wir noch einen Plaguebringer machen.